B1.6. Die kongruenten Trapeze A4, B4, C4 und D4 und A5, B5, C5, D5 sind gleichschenklich. Zeigen Sie, dass die Strecken A4, B4 und A5, B5 jeweils drei Längeneinheiten lang sind. Berechnen Sie so dann das Maßgamma der Winkel C4, C4, B4 bzw. D5, C5 und B5. Das versuche ich jetzt mal ohne Koordinatensystem, sondern mit Hilfe einer Skizze. Ich fange einfach mal an. Das hier ist meine Strecke AB. So, ich weiß von Punkt A aus, wenn ich 2 nach rechts gehe und 1 nach oben, bekomme ich den Punkt D. Den Punkt D. Ja, 2 nach rechts und 1 nach oben. Jetzt heißt es in der Aufgabe, dass diese Trapeze gleichschenklich sein sollen. Das heißt, unten beim Punkt C kommt genau das gleiche ins Spiel. Ich muss 2 nach rechts, aber 1 nach unten, damit ich so ein gleichschenkliches Trapez bekomme. Ja, verbinde ich hier noch, dann habe ich hier die Strecke CD. Und über CD weiß ich ja, die ist immer 5 Längeneinheiten lang. Und ich glaube, jetzt sieht man schon, dass man das sehr schnell zeigen kann, dass die Strecke AB 3 Längeneinheiten lang ist, wenn die komplette Strecke 5 Längeneinheiten ist. Und hier oben das Teilstück ist 1 und das untere Teilstück ist 1, ja, dann bleibt ja für AB nur noch 3 übrig. Also könnte man schreiben, ANBN, Länge von ANBN ist CNDN minus 2 mal 1 ist gleich 5 minus 2 mal 1 sind 3 Längeneinheiten. Ja, so ist es recht schnell aufgeschrieben. Ich glaube, die Schwierigkeit bei der Aufgabe ist eher, wie schreibe ich das ordentlich auf, genau auf, wie das selber auszurechnen. Aber ich heiße ja auch nur, zeigen Sie und nicht berechnen Sie. So, im zweiten Teil, was wir da machen müssen, steht allerdings ein Berechnen Sie. So, berechnen Sie sodann das Maß Gamma der Winkel D4, C4, B4. Das ist der Winkel hier unten bei C, der da. Und den kann man jetzt eigentlich auch schon, wenn man hier diese Skizze drin hat, recht schnell hoffentlich erkennen. Wir haben hier unten ein rechtwinkliges Dreieck. Ein Winkel ist gesucht, zwei Seiten sind bekannt. Wenn das der Winkel ist, ist die Seite 1 hier die Ankathete, die Seite 2 ist die Gegenkathete. Im rechtwinkligen Dreieck funktionieren Sinus, Kosinus, Tangens und Pythagoras. In dem Fall brauchen wir den Satz, der mit Ankathete und Gegenkathete funktioniert. Und das ist der Tangens. Also, welchen brauchen wir Winkel? Ja, nehmen wir D4, C4 und B4. Über den Tangens wird er berechnet. Tangens von D4, C4, B4 ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete, ich mache jetzt einen zusätzlichen Punkt B rein, Punkt F rein, wie Fußpunkt zum Beispiel, damit ich den jetzt hier aufschreiben kann, ist gleich Gegenkathete, also BF durch CF. In Solver eingeben oder per Hand umformen. Dann habe ich Winkel D4, C4, B4 ist gleich Tangens hoch minus 1 von BF, das waren die 2, durch die 1, Taschenrechner eintippen und dann kommen 63,43 Grad heraus für den Winkel. Ja, und dann ist die Aufgabe auch schon wieder fertig.